Hallo liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in einer neuen Folge Masters of the Universe Planet Eternia, mein Minecraft-Projekt. Ja Freunde, die offizielle Sommerpause bei mir ist vorbei, was bedeutet, dass es wieder jeden Tag eine neue Minecraft-Folge hier gibt von unserem Projekt. Ja, puh Freunde, gibt viel zu erzählen. So viel kann ich euch schon mal sagen. Ich werde euch jetzt die nächsten Folgen erstmal mal so richtig ein Ei an der Backe quatschen. Vielleicht interessiert es euch. Die Themen werden uns nicht ausgehen, weil ich habe viel zu erzählen, weil die letzten Monate, die ich im Ausland verbracht habe, in Italien, ist eine ganze Menge passiert und ja, lustige Sachen passiert. Und ich möchte jetzt hier im Rahmen dieses Projektes auch als Thema nebenbei so ein bisschen, ja, darüber mal berichten, was wir so erlebt haben im Urlaub, ne? Weil wir haben auch eine Menge zu tun hier, wir müssen viel farmen und ich glaube, wir brauchen gar keinen Schnelldurchlauf oder ähnliches, weil, ja, das wird auf jeden Fall genug Gesprächsthemen geben, so viel ist sicher. Ich freue mich erstmal, dass alle da sind und ich grüße natürlich auch hier alle, ja, jetzt schon im Voraus natürlich, die hier noch zuschauen, ne, alle erstmal so den Bogenkrieger, ne, den möchte ich erstmal wieder begrüßen, dann den Drachen 83, die Ramona vielleicht, den V-Zappi, wen haben wir denn da noch? Den Knorrhahn vielleicht, ne? Mario. Mario, wenn du siehst, hallo, melde dich mal wieder. Ja, Fisches vielleicht. Also all die, die halt hier so hin und wieder mal reinschauen. Fühlt euch gegrüßt an dieser Stelle. Schön, dass wir uns wiedersehen. So, Freunde, und dann standen wir auch gleich mal durch. Die allererste Frage, die ihr wahrscheinlich haben werdet, ist, Mensch, Water Cave Crafter, wie sieht's aus? Was hast du alles geschafft? Hast du all das machen können, was du vorhattest? Und ich sage ganz ehrlich, nein, Freunde, habe ich nicht geschafft. Wir gucken uns das mal an, was ich geschafft habe. Das mag auf den ersten Blick viel aussehen. Also erstmal ist hier ein Zaun, ja, jetzt gekommen. Der sieht so aus, so einfach, dass wir hier so eine Abgrenzung haben und die war noch nicht mal geplant gewesen, weil ich hatte da ein bisschen Besuch von Creepern und ich dachte mir auch so, na, so ein Zaun hier ist doch noch mal ein bisschen sicherer. Den will ich gerne bis hier hinten so als Spitze noch so ranziehen. Und ihr seht schon, es ist noch nicht mal fertiggestellt, weil ich da kein Material mehr hatte. So, dann sieht es hier so ein bisschen wilder aus, ein bisschen uriger, was daran liegt, dass ich hier ein paar Bäume gepflanzt habe, was im Prinzip auch in noch nicht mal 30 Minuten erledigt war. Ich habe ein bisschen Mangrovenbäume dort gepflanzt, weil ich die eigentlich ganz schick finde für ja, diese Location hier. Und wie wir auch schon vorhatten, den Wasserfall, diesen kleinen. Aber auch das war ratzefatze fertig. Ihr seht, wie ich es gemacht habe. Dreistufig. Da oben kommt es raus und einfach nur ein bisschen Terraforming. Ich habe es ein bisschen uriger gemacht. Ja, hier einfach ein bisschen Bone Meal rauf. Ja, ein bisschen von den Pflanzen, die wir mitgebracht haben. So sieht's aus. Ja, also ich denke, es kann sich sehen lassen. Und hier oben, wer jetzt denkt, so, oh, da war er jetzt fleißig und hat jetzt das Dorf aufgebaut, muss ich euch leider enttäuschen. Ihr seht, hier oben ist gar nichts passiert. Also, ich hatte andere Sachen im Urlaub zu tun und wollte irgendwie, ich gebe es zu, ich hatte keinen Bock gehabt, weil es war so warm und das Wetter war so schön, die Unternehmungen waren so toll und ich hatte einfach keinen Bock. Es ist so, ich habe gesagt, komm, wir machen das dann alles zusammen. Ne? Also ihr seht, es ist wirklich nicht viel passiert. Der Weg, da ist noch neu, ne? Aber auch das ist jetzt nicht groß erwähnenswert. Also wir haben jetzt hier halt so einen kleinen Weg hier, ne? Wo es dann jetzt hier halt auch nochmal lang geht, nach unten. Ne? Wenn wir jetzt hier rauskommen aus der Tür, kann man jetzt hier so runtergehen und dann würden wir da hinten zu der Monsterfalle kommen oder hier zu den, ja, Acker. Einfach, dass so ein kleiner Weg ist halt, ne? Das ist auch noch nichts Tolles. Ja, hier hinten breiten wir uns ja auch noch weiter aus und hier hört der Weg dann auch schon auf. Also Einbahnstraße, Sackgasse. Ja, also das ist erstmal hier so in diesem District, so nenne ich das jetzt mal, in diesem Bereich neu dazugekommen. Und ansonsten ist hier wirklich nicht viel passiert hier in diesem Bereich. So, ja, hier der Austausch ist auch noch nicht stattgefunden. Also auch das ist jetzt erstmal alles beim Alten. Hier oben habe ich ein paar Mal einen Acker abgemäht. Da hinten auch ein paar Mal Acker gemacht. Aber auch hier ist jetzt nichts Neues passiert. Also auch da hinten ist alles beim Alten geblieben. Einzig, ihr seht schon, was passiert ist. Unsere Silos habe ich angefangen. Das heißt, ich war ein bisschen farmen gewesen. Habe hier ein bisschen von diesem Ton aus der Mesa geholt. Und ja, habe jetzt einfach mal nach in die Höhe gemacht. Ne? Hier, Silos, Getreide. Da sollen sie dann rein.
Und mehr habe ich auch nicht gemacht. Und ihr seht auch schon, die sind noch nicht so richtig, ne? Müssen noch ein bisschen nach oben. Also die sind noch ein bisschen zu. Ich finde, die können noch ein bisschen höher. Ja, also da wisst ihr, was wir diese Folge machen. Nämlich Silos. So, und auch hier oben, der Windrider ist noch nicht. Und auch hier, Zapfsäulen sind noch nicht. Und auch da hinten, ihr seht schon, die Treppe ist auch nicht. Also das heißt, wir sind wirklich, ja, noch genau da, wo wir auch aufgehört haben. Aber vielleicht ist es auch für die einen interessanter, weil wir halt jetzt dieses Projekt dann gemeinsam machen, auch wenn es ein bisschen langweiliger werden könnte, weil wir jetzt wirklich viel, viel farmen werden und damit werden wir jetzt auch beginnen. Also wir werden jetzt hier uns ein Bett schnappen, uns eine Spitzhacke holen und dann werden wir jetzt erstmal in die Mesa gehen und da werden wir jetzt erstmal ganz, ganz viel farmen. Ja, werden wir jetzt erstmal richtig viel dort loslegen. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob wir noch Betten haben. Wir brauchen nämlich jetzt einige Sachen. Goldschüchen, die nehme ich mal mit. Spitzhacke mit Mending drauf nehme ich mit. Nee, Wolle, Wolle, Wolle. Oder Bett. Geht auch. Na du. Werkzeuge. Ist dadurch Zufall ein Bett drin? Hier ist auch noch Mending drauf. Ja, da ist Behutsamkeit, aber das brauche ich hier nicht. Bei dem Ton. Ja, geht ja schon gut los, ne? Pass mal auf. Wir machen uns einfach ein neues. So, nehmen wir ein weißes Bett. Und Setzlinge, Holz, Gemisch. Machen wir das so. Genau, dann bauen wir uns einfach ein Bettchen, weil dann können wir die Nacht nämlich überbrücken, was dann sinnvoll ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir als allererstes mal auf Ton, ne? Also diesen Lehmboden, den holen wir uns als erstes. Gut, das können wir abnudeln. Das können wir alles mitnehmen. Ja, das nehmen wir mit. 33 ist jetzt auch nicht so dolle. Bald bräuchten wir mal ein neues Schwert übrigens. Und mal kurz was essen. Und dann können wir eigentlich auch schon losgehen. Die Schuhe müssen wir noch austauschen. Weil wenn wir durch den Nether rennen, ist es besser, wenn wir gutes goldenes Schuhwerk haben. So, ach nach oben. Wir gehen jetzt direkt ohne Umwege in den Nether rein, zu unserem Portal. Und da werden wir dann jetzt ganz fröhlich in unsere Mesa gehen und werden uns die Taschen voll machen mit diesem, ja, mit der Keramik hier oder wie das heißt, ne? Ton, nee, Ton ist es nicht, Keramik. Damals war es Lehm gewesen, jetzt ist es ja Keramik. Ja, und währenddessen werde ich euch natürlich detailliert erzählen, wie der komplette Sommerurlaub 2023 war. Da ist wirklich einiges passiert, das ist interessant. Und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen unterhalten kann, sodass wir halt ein ja, Gesprächsthema haben, weil wirklich einiges passiert ist. Und da sind ein paar lustige Sachen und so. Also das ist schon, und vor allen Dingen viel, viel Erfahrung. Ja, also das kann ich jetzt auch schon mal vorweg sagen. Ich habe viel, viel neue Erfahrung sammeln dürfen, weil man mag gar nicht glauben, was man so in, ja, ich sag mal, durchaus längeren Zeitraum von 2 Monaten mindestens vor Ort, ja, erleben kann. Also das ist wirklich eine Menge, was man da so an Erfahrungen mitnimmt. So, wollen wir erstmal nach oben. Ich hoffe, dass alles noch so gespeichert hat, aber ich denke mal schon. Ich habe das übrigens auf dem USB-Stick ganz normal raufgezogen und dann habe ich das auf dem Laptop gemacht, weil ich hatte einen Laptop mit bei. Ne? Habe ich euch ja gesagt, dass ich den mitnehme. Ich hatte erst ein bisschen Sorge wegen WLAN, aber das war echt gut. Also wir hatten ein gutes WLAN-Netz, zumindest da an den Standorten. Unterwegs natürlich nicht, ist klar, da habe ich mit mobile Daten gemacht, aber da habe ich auch nicht Minecraft oder so gemacht. Ne? Oh, das hört sich hier aber gruselig an. Oh, die sind draußen. Die kommen ja nicht rein. So, klappt alles noch? Jawolla. Ist gleich ein Bett da. Ich hätte gar kein Bett mitnehmen brauchen. Naja. So, Freunde, dann würde ich sagen, buddeln wir uns einfach mal hier so durch. Das sieht ja gut aus. Wir tragen jetzt hier den kompletten Berg mal ab. Weil hier sind ja einige Sachen, die wir brauchen, ne, auch später noch. Und da haben wir jetzt erstmal wirklich einiges zu tun. Ich hoffe, wie gesagt, euch wird nicht langweilig. Aber wir müssen jetzt hier wirklich diesen Berg abtragen, weil wir jetzt erstmal ganz viel von diesem Zeug hier brauchen. Ja, wir machen das hier mit der guten Spitzhacke und dann passt das Ganze.
Gut, Freunde, wie sieht's aus? Wie hat alles begonnen? Fangen wir doch einfach mal an und gehen wir mal so ein bisschen in Ende Mai. Ne? Ende Mai war ja die Urlaubsplanung gewesen. Ende Mai, Anfang Juni. Und ihr wisst ja, dass ich schon immer die ganze Zeit gependelt habe. Ne? Ich war ja immer Berlin, dann Brandenburg. Warum Brandenburg? Für die, die es nicht wissen, da steht das Wohnmobil, da ist ein Campingplatz. Und da muss man natürlich viel machen. Ne? Also viel einrichten, reparieren, vorbereiten, Platz schaffen. Ne? Weil man darf nicht bedenken, das Ding, das ist 7 Meter lang, hat 3,5 Tonnen. Dann gibt es da was mit Zuladungsgewicht. Ne? Also das heißt, du musst da wirklich aufpassen, was du mitnimmst, weil das Ding darf nicht zu schwer sein. Ansonsten zahlt man Strafe. Und das sind so halt so viele so eine Sachen, die man da beachten muss. Ne? Also das war also wirklich schon so ein bisschen Probe. Wir haben auch Tests gemacht. Ne? Funktioniert das mit dem Wasser, mit der Toilette und alles, was man da so braucht? Weil man darf nicht vergessen, wir sind zu dritt gewesen, also ich und meine Eltern. Dazu noch die ganzen Haustiere, die wir haben. Und das ist schon so ein bisschen so wie so eine Big Circus Family, wo wir immer damals gesagt haben. So kam das rüber. Ja, und das machen natürlich normale Leute, die im Urlaub fahren, nicht. Aber bei uns, meine Mutter ist halt Katzenfan und die nimmt halt ihre Katzen gerne mit. Und ansonsten hätte ich nicht mitfahren können, weil dann hätte ich hier in Berlin wieder aufpassen müssen. Aber diesmal ging es ja auch ums Geschäftliche und deswegen musste ich auch mit, um ein bisschen mir einen Überblick zu verschaffen. Und das war natürlich mega spannend gewesen. So, auf jeden Fall wir immer am Pendeln, Berlin-Brandenburg, Berlin-Brandenburg. Und irgendwie war es dann so der Tag gekommen, wo eigentlich wir hätten fahren können, theoretisch. Aber wie es immer so im Leben ist, es kommt was dazwischen. Und bei mir war es mal wieder, ja, der liebe Zahnarzt gewesen, beziehungsweise das medizinische Zahnzentrum. Ich habe euch ja berichtet, ne, dass ja wieder was passiert. Da wurde am Murks gebaut und da musste ich wieder hin. Dann ist es verschoben worden. Dann gab es auch noch hier behördlich ein bisschen Probleme. Da musste ich dann da auch noch mal hin und vorsprechen. Da ging es um die EKS für die Leute, die sich damit auskennen mit der Selbstständigkeit. EKS muss man beantragen, wenn man sich als Kleingewerbetreibender sich anmeldet, ne, wegen der Fortzahlung, der Grundsicherung, ja, dass man kein Risiko eingeht. Ist für mich selbstverständlich, für manche nicht. Auf jeden Fall musste ich da halt noch was klären. Businessplan gab es auch noch Probleme, gerade wegen dem Finanzierungsplan. Also das ist alles ein bisschen schwierig, sodass da auch noch mal so eine Verzögerung, eine kleine, dann kam. Letztendlich ist es aber dann alles geregelt gewesen mit, ich sag mal, einer Woche Verspätung und das macht gar nichts und wir sind dann wirklich los. Und das muss ich sagen, hat eigentlich relativ gut geklappt. Also im Camper war genug Platz für die Tiere. Und auch für mich, also ich habe erste Zeit hinten gesessen, das war ganz gut, weil da hatte ich ja mehr Freiraum. Ne? Ihr wisst ja, mit 1,81 und gut 104 Kilo auf der Waage braucht man schon ein bisschen Platz. Ne? Und da konnte ich dann schön Bierchen trinken und ja, habe mich halt entspannt, war halt noch ein bisschen frustriert, dass es das halt alles verschoben worden ist. Und mit Zahnarzt, dieser ganze Stress war ich so ein bisschen so, naja. Ich so, da ist jetzt nicht so die große Stimmung, ne, weil so viel dazwischen gekommen ist. Ist immer blöd, wenn man nicht so entspannt ist, sondern wenn man halt so, ja, so unter gewissen Voraussetzungen, sage ich mal, so gefrustet ist, weil halt alles so behördlich und so, ne, das kennt ihr. Ja, da sind wir dann erstmal Richtung Süden gefahren, ne, so ganz normal, also Berlin, Brandenburg, Berlin, dann nach Süden. Also sind wir dann Leipzig runter, die Autobahn, ne, und dann immer weiter südlich und irgendwann, ich glaube, nach 8 Stunden oder so war das, waren wir dann in Bayern gewesen. Ne? Ja, in Bayern haben wir erstmal ganzen Hopfenfelder uns begutachtet. Es sah gut aus. Also da ist wirklich richtig Hopfenanbaugebiet. Ne? Das war richtig schön zu beobachten. Wetter hat mitgespielt. Wir hatten wirklich super vorsommerliches Wetter gehabt. Also Ende Mai war wirklich, wo ich sage, wow, da hatten wir schon gut. Ja. Ein bisschen Sonne gehabt und war dann schön auf der Rasthöfe. Ne? Wir waren dann so in Oberbayern, haben wir uns dann da so ein bisschen niedergelassen, haben uns das so ein bisschen angeschaut, da alles so, was so in der Nähe der Autobahn war, wo man dann auch eine Raststätte hatte, wo man tanken konnte, wo man sich ausruhen konnte, frisch machen konnte, umpacken konnte. Ne? So einen kleinen Platz, so einen kleinen Ort, wo man so ein bisschen ja, zur Ruhe kommen konnte. Ne? Ist ja klar. So, das hat ganz gut funktioniert. Leute auch alle freundlich und so. Wetter richtig cool. Hab dann auch schon die ersten Biere probieren dürfen aus Bayern, was auch richtig geil war. Ne? Erstmal gleich, das machst du. Erstmal gleich mal bayerische Biere probieren, wenn du schon mal in Bayern bist. Und ja, dann war dann die nächste Etappe Österreich. Ne? Jo, dann haben wir uns erholt und dann ging es am nächsten Tag weiter nach Österreich. Ja, dann ging es erstmal Innsbruck und so. Ne? Haben wir dann erstmal Österreich guten Morgen gesagt. Das war auch cool. Oder hast du ja schon gesehen, die ganzen Alpen. Ne? So, die ganzen Berge und so. Und da dachtest du auch so, wow, jetzt wird es aber frisch, weil in den Bergen ist ja auch immer richtig frisch. Ne?
Muss ich sagen, von dem, was ich so in Österreich mitbekommen habe, zwar viel Natur, ist klar, viel, viel mehr als in Berlin. Stimmung und so war auch gut gewesen, nur von der Landschaft her. Also mir war das, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu frisch. Also so Berg so ist interessant. Ja, so als Tagesausflug oder so. Aber ansonsten finde ich Berge so eher so, So muss man erstmal drauf klarkommen, ne? Das ist so ein bisschen so wie Bad Tölz oder so in Bayern. So, da hast du ja dann auch so diese typischen Häuser. Ne? Das ist zwar, ich weiß nicht, also das ist so ein bisschen, ich kann das nicht beschreiben, Freunde. Das ist so ein bisschen nichts gegen dörflich. Also Dörfer finde ich richtig cool. Ich lebe auch gerne auf dem Dorf. Nur die brandenburgischen Dörfer, ne, sind irgendwo, oder Mecklenburg-Vorpommern, die sind irgendwie anders. Die sind irgendwie so vom Baustil her. Sind die anders als so, was du so in Österreich und in Bayern so herkennst, so die Häuser, ne? Und da hatte ich so ein bisschen, wo ich sage, so, ich will jetzt nicht sagen, das ist spießermäßig gewesen, aber ich habe mir schon so ein bisschen so die Gartenzwerge vorgestellt, so. Wisst ihr, was ich meine? Das war jetzt nicht so, auch so diese Balkons mit den Kranien und so, wie man das halt so kennt. Und das war schon so ein bisschen merkwürdig, fand ich. Ja, also ihr wisst, was ich meine, schätze ich mal, ne? Genau, jetzt haben wir überlegt so, naja, Mensch, der Drachen, der ist jetzt auch eigentlich nicht so weit weg, ja, aber das wäre nicht gegangen, weil, ja, zum Drachen zu fahren nach Baden-Württemberg wäre dann auch noch mal eine ganze Ecke gewesen, dann hätten wir weiter westlich fahren müssen. Ich habe nämlich gefragt, wie es aussieht, ob man da vorbeikommt, zufällig, ja, aber nie. Da wir einfach eher Richtung Süden gefahren sind, dann hätten wir einfach westlich die Autobahn nehmen müssen, dann hätte man auch nach Österreich kommen können. Aber das hat dann leider nicht geklappt. Ansonsten hätte ich da spontan Besuch. Ne? Ich so, ja, Überraschung, hier bin ich. Aber nee, ich hätte vorher dann auch angerufen. Aber das ging leider nicht. Ne? Naja. Und auch so die anderen Leute aus Bayern, die ich kenne, konnte ich leider, muss ich dazu sagen, nicht begrüßen, weil ja einfach das zu weit entfernt ist. Also muss man sagen, Österreich, Bayern, da diese ganze Etappe, die wir hatten, da hätte man mehrere Tage brauchen müssen, weil die Entfernungen einfach weiter sind als Berlin. Das muss man einfach so sagen. Das sind große Bundesländer und das ist mir so nochmal richtig bewusst geworden. Ne? Genau. Ja, dann kam der berüchtigte Brenner, ne? Und hier muss ich schon sagen, hat sich wirklich auch viel verändert. Also erstmal von der Atmosphäre her war das für mich irgendwie nach 12 Jahren, ihr dürft vergessen, nicht vergessen, 12 Jahre war ich nicht bei meiner Familie, 12 Jahre war ich nicht in Italien gewesen. Und dementsprechend in 12 Jahren, das ist ein ganzes Jahrzehnt, länger als ein Jahrzehnt, hat sich schon einiges verändert. Und so zum Beispiel die Autobahn hat sich verändert, die Raststätten und Rasthöfe haben sich verändert, die Motels haben sich verändert. Und auch, ich sag mal, die Umgebung hat sich so ein bisschen verändert. Ne? Das ist alles ein bisschen modernisierter. Also auch Italien dann, die Grenze. Ne? Wir sind dann durch Österreich durch. Dann kam Tirol, Südtirol. Ne? Dann haben wir uns das mal angeguckt. Und hier Bozen und so. Ne? Und das kenne ich noch von früher. Bozen. Ja? Und auch die ganze Gegend. So. Und da muss ich schon sagen, so, du hast eigentlich kaum bis gar nicht einen Unterschied gemerkt, ob du wirklich. Ja, das ist so, weiß ich nicht. Das war so irgendwie, wo ich auch schon gesagt habe, okay, ich bin ja noch in Bayern oder in Österreich. Ja. Also das ist so von der Gegend her, die haben auch Deutsch gesprochen dort. Ich dachte auch so, okay. Also das hat mir auch nicht so gefallen irgendwie. Also das war so ein bisschen so, wo ich sagte so, gut, zur Kenntnis genommen. Schöne Luft natürlich, ne? Und auch da mit den Flüssen und so, das ist natürlich alle toll. Und auch die Berge mal, so die ganze Geschichte, so wie das alles so damals historisch abgelaufen ist, auch natürlich interessant. Aber ja, gut, war man froh, wenn man auch da aus Südtirol wieder weg war. Also nichts gegen die Leute aus Südtirol, ja, und Österreich, um Himmels Willen. Wenn da einer zuguckt, guckt, also ich denke immer, ihr seid da aufgewachsen und so, ihr findet das bestimmt voll geil und so. Also bitte nicht falsch verstehen, muss ich einfach nochmal sagen. Nur es ist halt nicht so meins, ja. Weil ich komme halt aus so anderen Gegenden und da fühlt man sich irgendwie wohler, denke ich. Ja, und dann wurde es spannend. Dann sind wir halt immer südlicher dann gefahren. Immer südlicher. Und irgendwann haben wir dann die Toskana erreicht und letztendlich dann auch Umbrien, wo unser nächstes Ziel dann auch sein sollte. Und hier hast du schon gemerkt, das ist dann wirklich auch Italien, so wie ich das auch kannte, ja, vor 12 Jahren. Das war alles ein bisschen lockerer, das war alles ein bisschen wilder, das war alles ein bisschen wärmer. Und das war auch alles so ein bisschen so, ja, so atmosphärischer, sage ich mal, so wie man halt so diese typische italienische Mentalität auch kennt. Ja. Und da habe ich mich dann schon so ein bisschen wohlgefühlt, ne? Das war schon ganz spannend. Ja, das waren so die Eindrücke. Und